Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, wir machen jetzt weiter. Feld 48 ist fertig. Aktuell sehen wir da Gras aus. In der Hoffnung, dass wir irgendwann Gras groß ernten können, beziehungsweise Ballen fressen. Wie gesagt, ist da die Hoffnung ist deswegen, weil aktuell. Ja, das Kartenupdate soll ja kommen, aber wie gesagt, er ist auch bei, er hat schon Erfolge geschrieben, was hochwertig ist, dass die mit Season mit durch ist. Aber wie gesagt, das dauert alle ein bisschen und ich schätze mal, also ich muss ja so arbeiten, dass wir sagen können, wir können noch nicht umziehen. Ne? Also im Prinzip, wir machen alles fertig und wenn das dann doch nicht kommen sollte, dann machen wir halt weiter, wie es Standard wäre, also ohne, dann sehen wir halt am ersten Tag aus. Ich würde alles vorbereiten, dass wir im Prinzip mit einer neuen Karte beginnen können. Stand wie jetzt, vielleicht mal kleine Änderungen, mit dem Silo vielleicht, dass wir das alte wieder nehmen. Weil ich gehofft hatte, das Silo noch zu kaufen, dass wir im Prinzip das loswerden. Aber das ist ja so eingebaut fest, das wird nicht loswerden. Also wenn wir das Standard-Silo dann behalten, dann siehst du links. Er hat es irgendwie geschafft, den Silo da reinzukriegen. Weiß nicht wie, keine Ahnung. Ist ja auch im Grunde egal. Wir haben jetzt noch einen Traktor frei, wir können auf Feld 12 auch mit zwei Geräten arbeiten. Aber erstmal nur in anderen entleeren, ne, dass ich weiter arbeiten kann. So, er steht günstig. Wenn ich da rangehe, dann ein bisschen Zaun hören, ne? Hätte 100% machen können. Naja gut, geht ja ohne. Wo immer. Entschuldigung. Also ertragsmäßig sieht es gut aus, wie von Weizen oder Gerste, da kann man echt nicht meckern. Wenn die Sonnenblumen auch zu einschlagen, können wir noch schön Batzen Geld verdienen. Bald die Meldung wiederkommen, wenn er voll ist, ne? Aber das macht nichts. Die Bäume, das ärgert mich ein bisschen, wie die mehr gewachsen sind. Dass wir die nicht mehr fällen können. Also 4-5 Jahreszeiten schaffen wir nicht mehr. Bevor eine neue Karte kommt. Naja, wenn die kommen würde, würde ich mir auch ärgern, dass ich keinen neuen gepflanzt habe, ne? Wohl ein paar stehen noch neue, die noch nicht gewachsen sind, aber gut. Ist halt so, ne? Da ja im Prinzip Umänderungen kommen, wo ich stark vermute, dass wir neue Dings machen müssen. Neue Karte beginnen müssen. Und das ist sehr wahrscheinlich, da er etliche Gebäude umändert, die Stelle mit einbaut. Gehhof, verschiedene Ställe. Hier werden wahrscheinlich auf Hof 3 kommen, glaube ich, Kühe rauf und auch Mastwender. Dann werde ich hier auch mal Tiere machen. Ob nun Rinder, das weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich eher Schafe oder sowas. Oder Großschweine. Muss man mal Futter haben, das darf man nicht vergessen. Ne? Also, wo wir jetzt eigentlich genug Fläche, um auch Futter anschaffen zu können. Ne?
82%, 83% ist jetzt der Rischer voll. 85%. So. Na, das wird nix. Aber der fährt meistens sehr gut, dann fahren wir von vorne ran. Das ist so, dass wir es anders machen können. Ich bin längst da. So können wir genau vorfahren, dass er gleich weiterfahren kann, ohne stehen bleiben und warten. So genau, so wird es sein. So. Die wollte ich überwachen. Ja, genau so wollte ich machen, dass er im Prinzip an und her fährt. Ja. Hat mal geklappt. Entscheiden, dass beide im Prinzip nicht zu weit auseinander sind. Wenn der eine hinterher zockelt, dann ist der andere beim Wenden im Wege. So ist das einmal frei. Ja, so ist optimal. Jo. Der Kurs wird sogar noch fahren. Aber da fahre ich jetzt selber, weil das ist mir jetzt doch ein bisschen, weil ich das nicht mitkriege, wie er dann zurückfährt. Und dann fährt er wieder angekommen, da muss ich doch trotzdem fahren. So, machen wir die Innensicht. Wackerliche sehen, ne? Weiß nicht, wo das liegt, keine Ahnung. Eben hat 80 Tonnen dran, ne? Das ist schon gewaltig, und das um diesen Mod. Ich glaube, mit diesem Mod wäre noch mehr. Wo die Gewichte realistisch sein sollen. Kann nicht sagen, wie schwer Getreide ist. Ich weiß nur, dass ein Sack 50 Kilo ist, ein großer Sack, das weiß ich. Ungefähr jedenfalls. Außer dazu sagen, ein Getreide kann immer noch ein bisschen Restfeucht enthalten, wenn es gedroschen wird. Hier müssen wir noch einen Kurs eigentlich haben für Sonnenblumen. Für das Feld. Haben Raps geerntet vor langer Zeit. Aber schaukelt. Also innen drin ist leise, ne? Aber ist halt so, ne? Es ist bei mir ist morgen Freitag. Ich finde das super. Gut, dann fahren wir hier rein. Da wir jetzt den ersten, zweiten haben, haben wir gleich Umschlag auf den zweiten. Was haben wir überhaupt geändert bis jetzt? Also, Weizen haben wir geerntet, bis jetzt 263.000, ein bisschen kommt noch. Gerste haben wir geerntet, ja,
600.000. Sonnenblumen. Ja, fast 230. Nicht schlecht. Weit mehr. Oder kriege ich die Dinger mit zu? Die anderen Lager mit. Wer weiß. Ballenverkauf. Achso, hier Getreideverkauf. Also aktuell verkaufen nichts. Das ist eher was vom Winter. Bei Ziesen ist es so, dass die Preise zur Erntezeit am tiefsten sind. Im Grunde, wenn die Erntezeit beginnt, dann ist er am Preis am höchsten. Also am Tag vor Prinzip. Also im Winter bzw. gleich im Frühling, bevor die Ernte mit der Aussaat, damit die Preise entsprechend weit oben sein. Ja, machen wir gleich leer. Wenn wir hier sind, ne? Dann werden wir gleich mal den nächsten Traktor bereit machen. Und nächste Sämaschine nehmen als Vorbereitung für nächste Aussaat Nummer 12. Damit wir das noch in die Reihe kriegen heute. Gras anstellen. Leider bin ich da ein bisschen vergesslich. Es kann passieren, dass ich das komplett vergesse. Wie bei Sonnenblumen. Da habe ich es noch gemerkt. Und das war noch nicht so spät. Natürlich könnte jetzt eine Reihe sein, ja, dass die nicht reif ist. Spätestens dann, wenn ich eine Ernte werde sehen. Das kann ein paar Stunden ausmachen. Hier werden wir auch den inneren zuerst fahren lassen. Können wir gleich mal machen. Vorbereiten. Eins reicht. Weich. Wo das hier ziemlich eng ist. Steigen wir hier ein. So. Das war doch hier mit 12 Meter Abstand. Meter. Genau. Du bist links. Aktiviert, das passt. Muss man einmal ernten, aber das tun wir jetzt nicht. So. Rechts, das passt. Aktiviert. Ersten Wegpunkt.
Unkraut gedüngt. Ja gut, ist noch nicht fertig. Dann fahren wir gleich ein bisschen zurück. Ach, Lohnzahlung. Ich will mir einer mal schreiben, hier, ich habe Geld gekriegt. So, der nächste ist voll. Oder ist der hier? Da sieht man einfach so schlecht aus. Dann ist der fertig, ne? Jupp. Super. Feuer auf. Dann können wir gleich die Ausfahrt beginnen. Drehen. Aber wir können ihn gleich wegfahren, den Trecker. Und dann können wir den Drescher frei direkt in den Fucker einkippen. Mit einer Woche aufnehmen ist ein bisschen blöd. Ja, unser schönen Wald. Ah, hier werden wir eine neue Karte beginnen müssen. Ja, das geht. Also die Bäume, die wir gepflanzt haben, sind ein bisschen, werden größer. Die wachsen voll aus. Gut, bergauf hat er zu tun. Ja, 14:05 Uhr im Spiel. Teils das andere Feld ist noch fleißig bei der Aussaat bei. Der Dünger hat schon viel weggegangen, ne? War der andere nicht voll, glaube ich. Und dann nur zwei arbeiten, das wäre jetzt auch nicht abgeworfen. So, sobald der Drescher fertig ist, runter vom Hof. Und dann Aussaat beginnen. Mal ausrollen. So, ist so. 5% haben wir noch gekriegt. Oh, der Rest steht nicht mehr. Das lohnt sich nicht. Kurs löschen. Wie ich Kurse gespeichert habe. So, stellen wir rechts ab, wo die Aussaat beginnt. Sehr wichtig. So. Das hat gepasst. Gras auch. Aufpassen, Chef kommt. So, liebe Freunde der Landschaft, das soll es vorher gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Hüte und Winke, Winke. Ciao, ciao. Starten wir ganz kurz. Links passt. Ersten Wegpunkt. Und einstellen. So, das soll es für heute gewesen sein. Nochmal tschüss. Bis morgen, ne? Oder heute nach der zweiten Folge. Bis dahin. Tschüss.